1926 Chatterley Supersport 350 Kubik. Die Chatterley aus England hat eine technische Spezialität hier im Bereich des Motors eingebaut. Diese Königswelle, die hier nach oben zu gehen scheint, ja, betätigt hier keine oben liegende Nockenwelle, sondern ein Nockensystem, eine Nockenscheibe, die die Ventile betätigt. Das hat sich Chatterley extra patentieren lassen, wurde von überhaupt sehr wenigen Herstellern so in ähnlicher Form ausgeführt. Standardmäßig bei dieser 350er Maschine war dann natürlich das Sturmey Archer Dreiganggetriebe, zeittypisch hier mit der Tankkulissenschaltung. Ungewöhnlicherweise hat diese Maschine schon einen Satteltank, ja, für 1926 würde ich sagen, also durchaus ungewöhnlich.